Es gab Zeiten da, wo ich immer denke, das ist ein Teil so von meiner Familie. So. Wenn man kann dir vertrauen, die stehen hinter dir. Du weißt ganz genau, wenn du Probleme hast und so. Man kann mit denen reden, man kann mit denen Spaß haben. Ja, also. Jeder Mensch braucht seine Mannschaft. Erst eine Gruppe macht das Individuum stark. Wir halten alle zusammen, wenn was ist, kommt jeder. Einer steht hinter dem anderen. Wir unternehmen halt auch viel. Aber halt, das, wenn uns halt jemand dumm kommt, wenn wir alle zusammen sind, dann ist halt blöd, weil dann gibt es halt Streit immer. Und dann schlägern wir uns halt. Obwohl es nicht gut ist, aber trotzdem. 6-8% der Jugendlichen in Deutschland sind Mitglieder einer Gang, einer eingeschworenen Gruppe also, mit klaren Regeln, sozialen Strukturen und festgelegten Normen. Sie geben sich Namen und beanspruchen ein Territorium. Wenn es zu Gewalt und Kriminalität kommt, dann ist das ein Teil der Gruppenkonformität. So gibt die Hälfte aller Gangmitglieder an, sich bereits mit Mitgliedern anderer Gangs geprügelt zu haben. Das Leben ist ein Kampf, aber gib nicht auf. Und du kannst Gott fragen, er wird dir dasselbe sagen. Du wirst immer sehen nach all den grauen Tagen, wenn du kämpfst, lass dir nicht hängen. Halt den Kopf hoch, mein Bruder, sei stark, geh deinen Weg. Es gibt Hoffnung, du kannst es schaffen. Und das ist nicht nur ein Spruch. Glaub daran, glaub an dich, Homie, gib dir einen Ruck. Du hast lange gewartet und viel Zeit verloren. Sammel deine Kräfte, Bruder, steh jetzt auf, zieh nach vorn. Wenn sich Jugendliche einer Gang anschließen, dann tun sie das zum eigenen Schutz. Sie fühlen sich bedroht oder sind es tatsächlich, haben wenig bis gar keinen familiären Rückhalt. Da ist die Gang ein willkommener Ersatz und wird selbst zur Familie. 13 bis 16 Jahre alt sind die Kids. Mehr als 70% davon sind Jungs. Ihr Verhalten wird von jenem Phänomen bestimmt, das ein Zusammenleben von Menschen grundsätzlich erst möglich macht. Wir alle gehören zu einer Gruppe, haben Freunde, Bekannte, Kollegen. Sonst haben wir halt keinen Platz. Also es sollte mehr so Einrichtungen geben wie die mobile Jugendarbeit. Und immer ist es die Mehrheit, die vorgibt, was das Individuum macht. Hier trifft sich auch eigentlich die Jugend abends nach der Schule. Und dann gehen wir ins Gebäude rein, wenn es kalt ist. Rauchen dort Shisha oder trinken Alkohol. Alles, was verboten ist. Halt. Ja, halt alles, was so und eigentlich. Und nicht die Eltern hinterher gucken können. Alles, was man halt nicht so zu Hause machen kann, was man halt unter den Freunden machen kann. Können wir auch reingehen? Zum das ist. Früher waren wir Mitglieder alle einer Gang trinken häufiger Alkohol als andere Jugendliche. Leistung wird nicht über schulische Erfolge definiert, sondern über Mutproben. Einer für alle, alle für einen. Wer mitmacht, ist drin. Wer kneift, fliegt raus. Also keine Angst kriegen, wenn Sie hier Geräusche hören, das ist nur der Wind. Ja, wenn mit 15, 16 kommt man in keine Disco rein, kriegt man auch nicht so viel Alkohol überall. Und dann sitzt man also dann jetzt hier. Ist unsere Disco. Jetzt, ja. Aber wir sind auch hauptsächlich hierher gekommen, weil wir auf den Spielplätzen verjagt wurden von den Anwohnern. Die haben halt jeden Tag hatten wir mit Polizei zu tun. Und wir wurden verjagt. Überall. Manche machen sich halt auch daraus eine Gang. Aber wir sehen es eher als Freundeskreis. Wir brauchen keinen Stress. Wir wollen einfach nur chillen, unsere Ruhe haben. Einfach Frieden. Welche Faktoren bestimmen unser Handeln, wenn wir Teil einer Gemeinschaft sind? Der Sozialpsychologe Mussafer Sherif hat Zeit seines Lebens auf diesem Gebiet geforscht. Mit seinem Robber's Cave-Experiment hat er gezeigt, wie leicht jeder Einzelne durch die Gruppe manipulierbar ist. Ja, das ist auch ein beunruhigendes Phänomen, wenn man sich das genau überlegt. Kerstin Reich ist Sozialpsychologin in Tübingen und forscht zum Thema Jugendgangs und Gruppenkonformität. Also es sind Jugendliche gewesen, die sich ja relativ spontan zu Gruppen zusammengeschlossen haben.
auf ein äußeres Ereignis oder auf einen äußeren Auslöser hin und dann praktisch ihr Ziel verfolgt haben, also die andere Gruppe zumindest schlecht zu machen oder runterzumachen. Der 11. Juni 1954 war ein besonderer Tag für 11 Jungs aus Oklahoma City. Sie waren eingeladen worden, in ein Ferienlager zu fahren. Als der Bus die Straße Richtung Robbers Cave State Park nahm, waren sie voller Erwartungen und ahnten nicht, dass sie Teil eines sozialpsychologischen Experiments werden sollten. Eines Experiments, das zum Meilenstein der Gruppen- und Konfliktforschung wurde. Das Wissenschaftler-Ehepaar Mustafa und Carol Wood Sherif hatte sie unter strengen Kriterien ausgewählt. Sie mussten aus guten sozialen Verhältnissen stammen, aus intakten Familien, durften weder verhaltensauffällig sein, noch über einen unterdurchschnittlichen IQ verfügen. Das wichtigste Kriterium allerdings war, keiner von ihnen durfte mit dem anderen bereits befreundet sein. Da saßen sie also, die Cool Kids, im Alter von 11 Jahren und freuten sich auf eine Art Pfadfinderlager im Wald. Auch dass dort bereits 11 weitere Altersgenossen eingezogen waren, wussten sie nicht. Das Robbers Cave Experiment von Mustafa Sherif ist das Grundlagenexperiment zum Thema Gewalt und Konfliktforschung. Seine Untersuchungen haben bis heute nichts von ihrer Gültigkeit eingebüßt und lassen sich auf alle Bereiche, in denen Menschen als Gruppe handeln, übertragen. 1934 ist Mustafa Sherif Zeuge der Machtübernahme Hitlers in Berlin, beobachtet, wie sich Menschen zu Massen formierten, erfährt die daraus resultierende Dynamik der Gewalt und erlebt, was passiert, wenn sich selbst ernannte Arier über alle anderen stellen. Daher war Sherifs wissenschaftliches Interesse durch seine Biografie geprägt. Wie verhält sich der Mensch in der Gruppe? Und vor allem, warum verhält er sich wie? Welche Kräfte ziehen uns an, manipulieren uns, damit wir uns kollektiv konform benehmen? Robbers Cave Experiment, Phase 1. Unabhängig voneinander sollten die Jungs im Ferienlager Gruppen bilden. Das Wissenschaftsteam organisierte getrennte Aktivitäten. Sherifs Hypothese lautete, Menschen organisieren sich auf natürliche Weise, in Gruppen, bilden Strukturen, entwickeln Normen und legen Grenzen nach außen fest. Nur wenige Tage nach Ankunft in Robbers Cave hatte jede Clique für sich einen Namen gefunden. Eagles und Rattlers, Adler und Klapperschlangen. Ein Vorgang, der alltäglich ist, in Sportvereinen, Briefmarkenclubs und Jugendgangs. Damals waren ich und mein Kumpel und halt noch mal ein paar Kumpels an so ein paar Bänken. Haben wir halt geredet, wir wollten auch schon davor eine Gruppe machen. Dann hat sich einer von meinen Kumpels eine Gruppe ausgedacht, einen Namen für die Gruppe und dann ist eigentlich entstanden. Der Mensch ist ein Herdentier und Namen sind Teil unserer Identität. Mit einem Namen gehören wir zu einer Familie, zu einem Verein, zu einem Staat. Gruppen, so Sherif, lassen sich als ein Land denken. Eine Gruppe ist ein Staat als Mikrokosmos. Eine Gruppe erst macht uns zum Wir. Am Ende der ersten Woche im Ferienlager waren aus Kindern, die sich davor nicht kannten, zwei Cliquen entstanden. Mit einem Führer und einem sozialen Ranking, mit Regeln und Sanktionen für ein Verhalten, das davon abweicht. Das Wissenschaftsteam beobachtet auch angeeignete Muster und Solidarität gegenüber den neu gewonnenen Freunden. Stereotypen hatten sich genauso schnell eingeschlichen wie gruppentypische Verhaltensmuster. Mustafa Sherif notiert, die Klapperschlangen fluchen häufig und die Adler baden nackt. Das Verhalten von Menschen in einer Gruppe ist faszinierend wie verstörend zugleich. Sobald wir uns in einer Gruppe wiederfinden, beginnen wir seltsame Dinge zu tun. Wir kopieren Verhaltensmuster, bevorzugen die Mitglieder der eigenen Gruppe gegenüber anderen. Wir suchen uns einen Führer, den wir verehren können und sind schnell bereit, gegen vermeintliche Feinde zu Felde zu ziehen. Das wusste Sherif und so folgte nach Phase 1...
Robbers Cave Experiment Phase 2. Adler und Klapperschlangen sollten sich verfeinden. 15 Wettbewerbe innerhalb von 4 Tagen. Ein Kräftemessen mit Siegen wie Niederlagen. Der steigende Stolz der einen erhöht die Frustration der anderen. Verlierer gehen leer aus. Gewinner bekommen eine Belohnung. Und Sherifs Hypothese war bestätigt. Jugendliche, die aus derselben Schicht stammen, denselben kulturellen Hintergrund besitzen und ein freundschaftliches Verhältnis pflegen, können sich dennoch zu aggressiven, sich gegenseitig bekämpfenden Gruppen zusammenschließen. Auch in diesem Punkt ist Sherifs Experiment ein Abbild der Realität. Wir machen uns Konkurrenz, weil wir halt die Gruppe Metzingen sind eigentlich. Ja. Wenn es jetzt eine Gruppe gibt, so jetzt wie zum Beispiel hier gibt es ja jetzt mehrere Gruppen und so, dann will man denen zeigen, wer die stärkere Gang ist. Wer mehr zu sagen hat und so. Deswegen sind die immer Gangs gegeneinander und so. Die eine Gang will sagen, nein, die sind stärker, dann kommt die andere, nein, die sind stärker. Und so gibt es dann halt so meistens auch Auseinandersetzungen zwischen denen. Spannungen herzustellen war der einfachste Teil des Experiments. Doch Mustafa Sherif musste aufpassen. Einen ähnlichen Versuch hatte er im Jahr zuvor abbrechen müssen. Die Manipulation des Wissenschaftsteams, wie beim Robbers Cave Experiment als Ferienlagerleitung getarnt, war so offensichtlich, dass sich der Ärger der Gruppen nicht mehr gegeneinander, sondern gegen die Erwachsenen richtete. Wenn alle an einem Strang ziehen, sind wir stark. Das wissen wir. Und daher macht auch jeder mit. Gemeinsame Ziele schweißen zusammen und das verleiht der Gruppe ihre Macht. Weicheier sind immer nur die, die draußen sind. Abgrenzung gegenüber anderen, das ist das, was eine Gruppe erst als Gruppe markiert. Abgrenzung sichert das Überleben, sagt die Evolutionspsychologie. Manchmal handeln wir noch immer wie unsere frühgeschichtlichen Vorfahren, wie Affen also. Die Abgrenzung, ich mach mal ein Beispiel, die Familie grenzt sich, jede Familie grenzt sich auch von der anderen Familie ab. Wie das jeder, wenn man jetzt durch so eine deutsche Siedlung geht, dann ist immer der Zaun außenrum. Und das Abgrenzen gehört ja dazu, damit ich eine Art Community darstelle, eine Verbindung, eine Gemeinschaft darstelle. Patrick Differt ist Psychologe. Seit Jahren arbeitet er als Sozialbetreuer von Jugendlichen, die sich in Gangs organisiert haben. Wenn ich das nicht mache, dann... Eine Freundesklicke definiert sich ja immer dadurch, wer ist Freund, wer ist nicht. Und nur, man kann sich ja nicht auf die ganze Welt verlassen, sondern nur auf die Leute, die ich da in dieser Clique habe. Und die grenzt sich natürlich und will sich auch ihre Solidarität gegenseitig beweisen. Das funktioniert natürlich gut in Gefahrensituationen. Jede Gang will die Beste sein und immer nach vorne kommen und immer so die Größte sein und was weiß ich so. Und deswegen versuchen die anderen Gangs aus dem Weg zu schaffen, sozusagen. Deswegen kämpfen die meisten immer so gegeneinander. Und wenn die uns über den Scheiß labern, schlagen wir die halt. Das Ausmaß der Feindseligkeiten ist unabhängig von Intelligenz und sozialem Status. Aggression zielt auf Gegenstände und Menschen. In Robbers Cave haben die Adler die Fahne der Klapperschlangen verbrannt. Und heute? Heute randalieren Fangruppen in den Fußballstadien. In der Reihenhaussiedlung kursiert der Nachbarschaftsstreit. Und am Ende weiß keine Gruppe mehr, wer angefangen hat. Wie ihr uns, so wir euch. Auch das zeigt das Experiment von Sherif. So ließ die Rache der Klapperschlange nicht lange auf sich warten. Sie überfielen die Hütte der Adler, erbeuteten die Blue Jeans des Gruppenführers und trugen sie am folgenden Tag als Fahne. Beutestücke gehören eben zu einem Krieg. Ob er von halbstarken Kids oder Nationen ausgefochten wird, ist dabei egal. Trophäen sind mehr als ein Zeichen des Sieges. Sie sind der sichtbare Beweis für die Niederlage des anderen und dienen der Erniedrigung. Homie, ich will sehen, dass du schaffst.
ich glaub an dich. Weiß, dass ich schaff's, glaub an dich, Homie. Weiß, das Leben ist ne Nutte und fick gerne Herzen. Und weiß, die Dose, die wir zogen, leider mehr als schwer sind. Ich will nicht Killer flogen in diesem Fest, ich will die Liebe liefert Trost für deinen Schmerz, Bruder. Ich weine deine Tränen, gib nicht auf. Weiß, das Leben ist ein Kampf, aber gib nicht auf. Robbers Cave Experiment Phase 3. Teil 1. Befriedung und Zusammenführung der Gruppen. Diese Phase war der entscheidende und zugleich schwierigste Teil für die Forscher. Wie aus Feinden Freunde machen oder zumindest ein respektvolles soziales Miteinander erreichen. Mustafa Scherif ließ die Gruppen zuerst in neutralen Situationen aufeinandertreffen. Eine Filmvorführung trug nichts zur Versöhnung bei und ein gemeinsames Abendessen endete in einer Nahrungsmittelschlacht. Bloßer Kontakt reichte nicht aus, um den künstlich geschürten Streit zu schlichten. Adler und Klapperschlangen blieben Gegner. Es gibt viele Möglichkeiten der Mediation in Gemeinwesen und so weiter, die man immer. Aber das liegt halt davon, dass auch die Bereitschaft von beiden Seiten da ist. Das kann natürlich mal passieren, dass zwei Gruppen sagen, okay, eigentlich haben wir uns so lange gegenseitig bearbeitet und was soll das? Und wenn man diese Bereitschaft hat, dann kann man, denke ich, mit einem neutralen Mediator was machen, dass man vielleicht einen Ausgleich findet. Also das kann ich mir vorstellen, dass sowas gelingt. Ne? Aber da muss wirklich erst viel getan werden, um die Motivation auf beiden Seiten erstmal herzustellen. Ja, und auf der Seite, es geht ja was verloren. Man muss auf der anderen Seite natürlich auch was gucken, was biete ich denen stattdessen. Common Enemy nennt Scherif die einfachste Lösung. Wer einen gemeinsamen Feind erschafft, verbindet nicht nur Gruppen, er inszeniert auch einen größeren Konflikt. Das war schon immer ein probates Mittel für Krieg. Um Aggression zu verschieben, braucht der Feind ein anderes Gesicht. Das Wissenschaftsteam manipulierte die Wasserleitung des Camps. Ein Problem, das nur gemeinsam lösbar war. Übergeordnete Ziele, die beide Gruppen betreffen und von niemandem ignoriert werden können, lassen andere Probleme in den Hintergrund rücken. So die Theorie. Die Realität an Deutschlands sozialen Brennpunkten sieht allerdings doch anders aus. Da muss man wahrscheinlich auch eher skeptisch sein, weil die Voraussetzung dafür war, dass man an einem übergeordneten Ziel arbeitet oder auf das hinarbeitet, dieses zu erreichen. Und das, denke ich mir, das ist bei diesen Jugendlichen, die sich da zusammen rotten oder zusammensammeln, sehr schwierig, weil für sie, ihnen gelingt es ja kaum, kleinere Ziele zu erreichen, kleine Schritte zu machen und die erfolgreich zu bewältigen. Im Jugendzentrum spielen sie Tischfußball. Auf der Straße spielen sie die starken Männer. Die Mitglieder der Jugendgang haben durchaus Ziele, nur diese haben wenig mit Schulabschluss und Berufsausbildung zu tun. Ja, so auf jeden Fall eine Sache, so groß rauskommen, ist ein Ziel. Respekt zu gewinnen von anderen Gruppen, anderen Gangs. Oder auch Angst haben, damit die wissen, wer wir sind. Nicht nur, dass wenn Leute nach Metzingen kommen, MGK, das wenn wir auch schon Stuttgart sind oder Berlin. Dass sie schon wissen, MGK. Dass sie auch schon wissen, aha, MGK, ich halte mich zurück und so. Willkommen auf Gleis 2. Gruppenreisende benutzen bitte den Zug Nummer 205, Individualreisende den mit der Nummer 215. Zwei Komponenten prägen unser Verhalten, ein kollektives und ein individuelles. Wie sehr wir uns in eine Gemeinschaft einordnen, wird auch durch unsere Herkunft bestimmt. Es gibt tatsächlich kulturelle Unterschiede. In Asien beispielsweise hat die Gemeinschaft einen höheren Stellenwert als in westlichen Gesellschaften. So erlebt ein Deutscher auch häufiger den inneren Konflikt zwischen seinem Ego und seiner sozialen Identität. Denn sich in einer Gruppe zu befinden, heißt immer auch, Kompromisse einzugehen. Und weil auch eine Reisegruppe eine Gruppe darstellt, verwandelt sich unser Ich in ein Wir. Ob wir es wollen oder nicht. Wie war das?
Sobald wir uns in einer Gruppe wiederfinden, beginnen wir seltsame Dinge zu tun. Wir kopieren Verhaltensmuster. Soziale Identität ist ein wichtiger Bestandteil der Selbstwahrnehmung. Über die soziale Identität wird die Selbsteinschätzung bestimmt. Schon 1970 hat Henry Teufel mit seinem sogenannten Minimal Group Experiment gezeigt, wie wenig es braucht, damit sich der Mensch einer Gemeinschaft zugehörig fühlt. Teufel hat Menschen gebeten, sich Gemälde von Paul Klee und Wassily Kandinsky anzusehen. Danach sollten sie sich entscheiden, welche Bilder ihnen besser gefielen. Wer sich für Klee entschied, wurde in die Klee-Gruppe eingeteilt und wer sich für Kandinsky entschied, in die Kandinsky-Gruppe. Die Einteilung erfolgte mündlich, ohne dass die Personen andere Personen aus ihrer Gruppe jemals kennengelernt hätten. Und in Wahrheit existierten beide Gruppen nicht. In einem weiteren Schritt wurde jede einzelne Person gebeten, Geldbeträge zu verteilen. Personen, die sich für Klee entschieden hatten, verteilten höhere Beträge an Mitglieder ihrer vermeintlichen eigenen Gruppe. Auch die Mitglieder der Kandinsky-Gruppe reagierten gleich. Es reicht also die bloße Vorstellung von einer Gruppe und schon fühlen wir uns ihren Mitgliedern verbunden. Die Manipulation findet also in unseren eigenen Köpfen statt. Das funktioniert im Beruf, wie im Verein, überall dort, wo wir uns zusammenfinden, entscheiden wir über Freund und Feind. Gibt es nicht Situationen, in denen wir aufgestellt sind wie Mitglieder eines Footballteams? Oder andersrum, schon beim Schulsport gab es welche, die immer als erstes gewählt wurden und solche, die keiner haben wollte. Den Stellenwert einer Person innerhalb einer Gruppe bestimmen immer die anderen. Kommt nicht konsequent der Chef zum Schluss und kriegt dennoch den besten Platz? Allein die Sitzordnung zeigt, welchen Status ein Gruppenmitglied hat. Wen wundert's, dass Einzelne oft mehr damit beschäftigt sind, ihre Position zu verbessern, als gemeinsam an einem Gruppenziel zu arbeiten? Obwohl, kollektives Verhalten, so die Forschung, dient nicht nur der Verbesserung der Situation der Gemeinschaft, es fördert auch die soziale Identität. Das wiederum hebt das individuelle Selbstwertgefühl. Zwei Herzen in einer Brust. Gemeinschaft versus Ego, Teamgeist gegen Einzelkampf. Wir sind wir oder ich bin toll. Wer seinen Status innerhalb der Gruppe verbessern möchte, der strebe nach Konsens und halte sich an Regeln. Neulinge unterliegen einem anderen Verhaltenskodex als alteingesessene Mitglieder und durchlaufen das, was man anderswo Initiationsritus nennt. Zu einem Meeting kommen die nie zu spät. Wer die Regeln beherrscht, gewinnt dann Status und steigt in der Hierarchie. So ordnen wir uns unter, passen uns an, schmeicheln dem Anführer in der Hoffnung auf einen besseren Platz am Futtertrog. So erklärt es zumindest die Evolutionspsychologie. Ein Maß an sportlichem Ehrgeiz schadet nicht, doch oft vergessen wir die Regeln des Fair Play. Mobbing ist Gewalt. Mobbing ist sicher auch sowas, eben sich besser darzustellen, als man möglicherweise ist oder sein kann. Es ist immer, geht immer daher oder damit einher, dass man eben andere Personen zumindest also innerlich abwertet, um sich selber dann eben auch aufzuwerten. Soziale Isolierung, Zuteilung unsinniger Aufgaben, Kompetenzentzug, Gerüchte, verbale Gewalt. Über 100 Erscheinungsformen von Mobbing wurden bisher wissenschaftlich untersucht. Ja, das sind ja auch teilweise sehr subtile Prozesse und sehr ja, so Konflikte, die eben
auf so einer Ebene ausgetragen werden, dass sie für andere nicht unbedingt sofort feststellbar sind. So brutal es klingt, erst wenn Konflikte offen liegen, kann ein Eingreifen von außen erfolgen. Robbers Cave-Experiment Phase 3, Teil 2. Beilegung des Konfliktes. Ein gemeinsames Zelten von Adlern und Klapperschlangen bildete den Abschluss. Weil das Wissenschaftsteam die Campingausrüstung manipuliert hatte, entdeckten die Jungs schon beim Aufstellen der Zelte, dass sie gegenseitig auf Material angewiesen waren. Damit waren die Gruppen gezwungen, irgendwie zu teilen. Mustafa Scherif erhoffte sich, dass sich dadurch die Spannungen abbauen und die Unterschiede zwischen den beiden Lagern ausgeglichen werden. In Robert's Cave führte das Setzen von übergeordneten Zielen tatsächlich zum Erfolg. Adler und Klapperschlangen versöhnten sich, feierten den Abschlussabend gemeinsam und fuhren mit einem Bus nach Hause. Weil die Adler kein Geld mehr hatten, kauften ihnen die Klapperschlangen etwas zu trinken. Soweit das Experiment und die Realität. Fans von FC Bayern, Werder Bremen oder Borussia Dortmund haben ein übergeordnetes Ziel. Sind sie nicht trautvereint, wenn Deutschland um den Europa- oder Weltmeisterschaftstitel spielt? Formiert sich nicht auch die Nachbarschaft zur Bürgerinitiative, wenn von außen eine Störung droht? Gruppen sind flexibel und ein kategorisches Nein ist revidierbar, auch wenn es von Seiten der Gangs anders tönt. Eine Gruppe hat schon versucht, dass sie sich mit uns zusammen verbinden. Aber wir haben gesagt, nein, wir sind eine Gruppe und wir bleiben auch als eine Gruppe. Wir schaffen es auch alleine, groß rauszukommen. Wir brauchen da nicht so von anderen Leuten und so. Aber was passieren müsste, ich weiß nicht. Das liegt ja nicht in meinen Händen. Die ganze Gruppe stimmt es ab. Die ganze Gruppe sagt es, alle zusammen. Also, wenn die ganze Gruppe sagt, wenn wir alle, oder die Mehrheit ja alle sagen, ja komm, verbinden wir uns mit denen und so, dann passiert es auch, wenn es alle wollen. Aber wenn es keiner will, dann passiert es auch nicht. Und ich glaube, das kann ich mir auch nicht vorstellen, wenn die als erst Scheiße labern und danach auf einmal sich mit uns verbinden wollen, dann, was ist das? Das geht nicht. Ne? Jede Gruppe bildet binnen kurzer Zeit ihre eigene Kultur aus. Die Mitglieder handeln nach dem Kodex, den die Gemeinschaft vorgibt. Äußere Zeichen wie Kleidung und Frisur unterstreichen die innere Vorstellung von Zusammenhalt. Übergeordnete Ziele sind häufig ein probates Mittel, um Auseinandersetzungen überwinden zu können. Weißt, das Leben ist ein Kampf, aber gib nicht auf. Und du kannst Gott fragen, er wird dir dasselbe sagen. Du wirst immer sehen nach all den grauen Tagen, wenn du kennst, dass er nicht hängt. Halt den Kopf hoch, mein Bruder, sei stark, geh deinen Weg. Es gibt Hoffnung, du kannst es schaffen. Und das ist nicht nur ein Spruch. Glaub daran, glaub an dich, Homie, gib dir einen Ruck. Du hast lange gewartet und viel Zeit verloren. Sammel deine Kräfte, Bruder, steh jetzt auf, zieh nach vorn.